So, hallo, heute möchte ich mal ein Video machen über den größten Crash in der Geschichte im letzten Jahrhundert, 1929, genauer gesagt am 24. Oktober 1929, weil ich sehe mittlerweile auch hier einige Parallelen zu damals. Damals war es ja so, die weltweite Verschuldung war relativ sehr hoch. Das heißt, es wurde auf Pump gelebt und es wurde sehr viel Geld in dem Konsum ausgegeben. Und letztendlich gab es dann auch Zinserhöhungen, was ja auch unter anderem dazu geführt hat, dass dieser Crash ausgelöst wurde. Und jeder, der nicht, ich sag mal, auf drei auf dem Baum war, hat Aktien gekauft und es kam zu Übertreibungen. Und es gab damals schon Skeptiker, die gesagt haben, jawohl, der Kurs ist letztendlich zu hoch, aber das wird in so einer Phase eher belächelt. Also wenn man kritisch mit dem Thema umgeht. Und also wer da nicht Aktien gekauft hat, der wurde schon blöd angeschaut. Und ich muss hier auf jeden Fall dazu sagen, ich bin auch ein Freund von Unternehmensbeteiligung. Es kommt immer auf die Zeit an. Und es gibt natürlich im Moment sehr, sehr interessante Möglichkeiten, auch in solchen Szenarien Geld zu verdienen. Wenn Menschen sehr viel Geld verlieren, teilweise 60, 70%, ich komme gleich nochmal drauf, in solchen Marktphasen kannst du letztendlich auch als Gewinner dastehen. Also kannst letztendlich auch da partizipieren, wenn man natürlich auch diese Strategien der Hochfinanz nutzt, weil es ist immer das Gleiche. In solchen Phasen sind letztendlich auch viele Unternehmerpersönlichkeiten oder halt auch die Kirche und der Adel in der Lage, hier auch Gewinne zu machen. Wenn halt, wie gesagt, ein Großteil der Menschen erheblich viel Kapital verliert. Ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Und zwar der Dow Jones 1929, kurz, also vor dem Crash, war der bei 390 Dollar. Und innerhalb von 2 Monaten ist der Dow Jones gefallen auf 190 Dollar. Und weitere 4 Monate später hat sich der Dow Jones teilweise erholt und war bei 290 Dollar. Das heißt, von 390 Dollar letztendlich runter auf 190 Dollar, um dann 4 Monate später wieder bei 290 Dollar sich einzupendeln. Und in diesen Phasen, wenn man da die richtigen Strategien nutzt, kann man natürlich auch hier Geld verdienen. Nur letztendlich der normale private Anleger hat keine großen Möglichkeiten, das so zu nutzen. Ja, was ist passiert von 1930? Wie gesagt, war der Dow Jones bei 290 Dollar und 2 Jahre später ist der Dow Jones gefallen bis April 1932 auf 40 Dollar. Das muss man sich mal überlegen, von 290 Dollar auf 40 Dollar. Also der Dow Jones ist damals 1929, also vom 24. Oktober 1929 bis circa April 1932 auf 40 Dollar gefallen, also von 390 Dollar auf 40 Dollar. Und das Interessante ist, ich habe hier verschiedene Szenarien mir angeschaut über die letzten 150 Jahre, und es ist immer das Gleiche. Nach so einem extremen Boom, wo sehr, sehr viele Menschen Aktien kaufen, kommt es dann immer wieder zu solch einem Crash. Und ich sag mal, der nächste Crash, der wird auf jeden Fall intensiver als das, was wir in 2008 gesehen haben. Das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Und gerade, wie gesagt, in solchen Phasen kann man sich davor schützen und man kann letztendlich auch hier Geld verdienen. Und das wollte ich einfach nochmal hier sagen. Und wenn ihr feststellt, die nächsten, ich sag mal, Monate, gerade auch im nächsten Jahr bis Mitte, Ende 2019, dass die Aktienmärkte sich extrem nochmal steigern, dann einfach
vorsichtig sein und irgendwo auch hier Absicherungen vornehmen. Es gibt, wie gesagt, Möglichkeiten, sich zu schützen. Eine Form ist natürlich der physische Erwerb von Gold. Natürlich dann auch in so einer Phase, das heißt Gewinne mitnehmen und dann letztendlich auch absichern. Wichtig ist natürlich hier, den richtigen Einkauf vorzunehmen, letztendlich auch diversifizieren, länderübergreifend, am besten auch die Lagerung in Ländern außerhalb der EU, was ich empfehle. Und ja, ganz klar der physische Besitz. Also hier, wie gesagt, ist Gold natürlich auch in solchen Phasen die Absicherung, die Versicherung im Depot, was ich ja immer wieder sage. Aber letztendlich gibt es auch Möglichkeiten in Form von, bei uns zum Beispiel in der Vermögensverwaltung, dass man auch hier sich absichern kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen oben und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video. Herzliche Grüße aus Eichenzell, euer Daniel Sauer.